Celio, was für ein Spiel, vor allem die letzten Minuten hat sie sich gehabt. Was ist dort passiert? Also das ist, wir waren mit einer Überzahl gewesen. 2 Minuten vor Schluss mit 3-1 Lead im Match. Und die Entschlossenheit hat gefehlt. Wir haben mit Powerplay, mit ungenauen Pässen, die Tschechen haben es gerade profitiert. Und dann die letzte Entschlossenheit. Also, die Spieler haben gemeint, ja, jetzt ist fertig, oder? Überzahl, 3-1 Führung, den Match können wir nicht mehr verlieren. Und die Tschechen haben es gerade geglaubt. Und das geht so schnell im Eishockey und eine kleine Unaufmerksamkeit, die Fokus im Moment verloren, schon zu früh freuen. Und das ist uns schon passiert nach dem ersten Drittel. Super, 3-0. Im zweiten Drittel haben wir die Tschechen wieder im Spiel gekommen. Und im letzten Drittel haben wir einfach 18 Minuten das Spiel im Griff gehabt, System gespielt, Schlittschuh gefahren. Und man sieht, die sind noch jung, 17, die müssen lernen. Ich hoffe, dass es eine gute Lektion ist. Dass ein Spiel ist nie fertig, bis die Sirene läutet. Und wir müssen mit dem umgehen und die Lehre ziehen. Aber jetzt im Moment müssen wir alles Fokus auf den Match morgen gegen Kanada. Da kann man nicht gross nachtrauen, aber wir müssen aus dem lernen. Von außen hat man das Gefühl gehabt, die Schiedsrichter hat irgendwie auch noch ein bisschen mitgeholfen in dieser turbulenten Schussphase. Teilst du die Ansicht? Also ich beschäftige mich nicht gross mit Schiedsrichtern. Für sie war es auch nicht so einfach, aber die haben eher uns geholfen in den letzten Minuten. Dann haben sie noch Strafe gegeben an den Tschechen. Also sicher teilweise ein paar Entscheidungen können sie diskutieren, aber alles, was wir gemacht haben, jetzt in diesen 2 Tagen gestern, haben wir einen Sieg uns geholt und verdient und dort haben wir den Sieg der Tschechen geschenkt. Also wir haben alles selber gemacht. Also von dem her ist es positiv, dass wir beeinflussen können. Auf der anderen Seite ist es wirklich ärgerlich, so einen Match zu verlieren. Morgen spielt man gegen Kanada noch einmal. Muss halt noch einmal alle Kräfte mobilisieren, dass man einen Sieg oder mindestens so einen Entschieden kann holen, dass man sicher im Semifinal wäre, was das erste Mal wäre am Ivan Linka. Wie siehst du das? Also ein Sieg muss sein, 2 oder 3 Punkte, mit den Unentschieden langt es wahrscheinlich nicht, aber wir werden wirklich Fokus, wir werden die Kanadier müssen unter Druck setzen, wir werden sehr gut diszipliniert müssen spielen, die aus dem Slot wegbehalten und die Chance ist da, wir werden auch aus der Rolle einleiten, wir werden wirklich schauen, dass wir morgen parat sind. Heute hat man ein Kanada gesehen, das nicht so wirklich überzeugt hat gegen Schweden. Welche Stärken siehst du von der Schweizer Nationalmannschaft, dass sie das wie die Schweden heute spielen und morgen gewinnen. Also Stärken sind sicher, dass wir kompakt sein können, dass wir ein paar Extraspieler haben, die können im richtigen Moment den Match entscheiden. Wir haben ein gutes Konzept, wir sind gut gestanden in der Mittelzone, wir haben den Tschechen nicht viel Platz gegeben. Und ich denke, wir werden müssen gegen Kanada einen guten Boxplay spielen, weil die sind gut im Powerplay. Die Tschechen haben 3 Powerplay-Goal von 4 und heute ein Powerplay-Goal geschossen. Mit einem guten Boxplay und Chancenauswertung, die muss ein bisschen besser sein, weil heute hätten wir können im letzten Drittel das 4-1 machen, ein paar Mal, aber es ist nicht passiert. Also wir werden gegen Kanadier müssen gute Geduld haben und die weg von unserem Slot behalten. Danke vielmals.